Das kann kein Mensch essen und das ist auch eine Challenge für Schwachsinnige. Wer das isst irgendwie, hat einen IQ von einem Semmelknödel. Was ist das denn, Alter? Das ist ja Werbung, ne? Werbung, ne? Sieht das Werbung aktiv für aus? Rauchen. Ja, für Rauchen, ne? Und, wo kriegt man sowas? In der Geisterbahn? Ach du Scheiße. Auf jeden Fall sieht es von außen im Fachwerkhaus auf amerikanisch getrimmt. Jetzt sind wir wie, wenn wir außen so drin, ne? Aber weißt du, ihr sagt, dass er irgendwie Kinder und Hunde und alle haben will und dann soll da drin geraucht werden? Lass uns reingehen, vielleicht kann das mit dem Essen wieder gut machen, ja? Hallo. Hier, oder? Hallo. Hallo. American Diner, ja? Ich habe mich nur etwas erschrocken über diese Außenwerbung mit dem Rauchen. Die Idee war von mir, umgesetzt habe ich die zusammen mit einem Freund. Wir haben 3 Stunden vorm Computer gesessen und haben das so lustig zusammengebastelt. Wo man sieht, hat Neonlicht irgendwie, ein paar Automaten an der Wand. Ein bisschen Indianer und ein bisschen Cowboy. Die Burger Challenge. Burger Challenge. Mhm. Da war doch irgendwie vor kurzem auch so eine Challenge. 20 Euro irgendwie für alle, die Schnauze nicht voll kriegen. Okay. Das ist ja schon mal eine Ansage. Also. Ja. Oh. Hallo, Kira. Sehr gut. Die Titel sind halt immer auch so Bad Boy Burger, My Way Burger. Und du hast James Dean dabei, du hast Easy Rider. Und James dabei. Dean wäre ja dann quasi James Dean, wenn man das Original machen würde, wäre es ja ein Totalschaden quasi, oder? Ich glaube, zum amerikanischen Laden hätte jetzt halt nicht gepasst, wenn ich. Dass ich so weiter Schnitzel Mickey und Goofy genannt hätte. Die Speisekarte wurde geschrieben vom Chef selber. Die Zutaten, die da rein sollen, auch. Ich halte mich halt nur an das, was in der Speisekarte steht. Also schickt der gehorsame Koch alle Speisen genau so wie vom ungelernten Chef gewünscht. So, die bedeutet eine Tomatensuppe mit Shrimps. Weißt du, diese Tiefsee-Dinger, die schmecken ja auch noch nichts. Du fühlst diese kleinen Shrimps, aber der Geschmack kommt überhaupt nicht rüber. Ich finde zum Beispiel so eine Suppe, wenn man mit der Gabel essen kann, auch nicht schlecht. Ne? Mir reicht ja auch eine Gabel, ich habe genauso viel drauf wie ihr mit einem Löffel. Knoblauch, oder? Was haben denn Tiefkühlschrimps bitte in der Tomatensuppe zu suchen? Wir haben 3 verschiedene Wraps, oder? Einmal den Hühner-Wrap, den Thunfisch-Wrap und ich habe den vegetarischen Käse-Wrap. Also, der Teig ist langweilig. Hier, als Vegetarier hast du die Arschkarte gezogen, mal ganz klar. Das hier ist, was hier drin ist, das ist nicht Mozzarella, das ist Frischkäse. Okay. Denn dann hast du da Tomate reingequetscht. Das ist nicht gewürzt, nicht gesalzt, nicht gepfeffert. So, da habe ich jetzt mit zum Tun mit einem Caesar Salad. Der ist eigentlich auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Mein Salat ist noch knackig irgendwie. Das Dressing ist ein bisschen fade. Also das braucht ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Finesse. Also, wie soll ich sagen, Langeweile trifft es eigentlich gar nicht. Ist es Thousand Island Dressing oder Langeweile Dressing? Ach, wir haben noch Langeweile Dressing. Wenn es Punkte für Geschmacksneutralität geben würde, also 10 Punkte. Ich beiße auf Sand. Mais und auf Sand. Ich beiße auf Sand. Und schlechte Qualität, dann soll wirklich billig. Schlechte Qualität, durchgebratenes Fleisch. Also ich beiße auf Sand. Also da hätte ich auch direkt aufs Feld gehen können und irgendwie in die Erde beißen. Ne? Das ist ungefähr das Gleiche. Neulich auf dem Traumschiff, ne? Das hast du verbockt, Fo. Okay, Alter, das ist für dich der Burger-Challenge. Nehmt's mir nicht böse, aber davon muss ich ein Bild machen. Ja. Boah, das ist ja kein Mensch. Oder hat das jemals einer geschafft? Also einer hat bisher geschafft, bis auf ungefähr 100 Gramm und hatte noch 7 Minuten. Zeigst du mir später einmal den Fernseher, weil ich glaube dir gar nicht, dass du einen hast. Speck, der hat sich hier verbunden zu einer Massendemonstration. Und jetzt kommt zu diesem Fleischstück. Einmal reinstehen. Das ist so eine, mein Gott, was ist der Kuh passiert, sage ich. Ne? Das kann kein Mensch essen. Und das ist auch eine Challenge für Schwachsinnige. Oder? Ja. Wenn du da mitmachst, dann liegst du auf dem Sofa, du hast Blähungen, die zerreißt fast. Du tust dir dann deinem Körper keinen Gefallen. Und da haben wir jetzt hier einen vegetarischen Burger. Oh. Und was ist das genau? Das ist ein Gemüse-Super-GAU. Das ist ein Gemüse-Desaster. Das schmeckt wie eine verbrannte Pfanne irgendwie. Sorry, aber. Auf jeden Fall ist der Koch nicht in der Lage, ein Gemüsebrätling zu machen. Das Gemüse ist verbrannt, verbrutzelt und schreit mich an: Vegetarier, ich hasse dich. Sieht ungesund aus. Ist schlecht. Schlecht, bad. Und ich kann das gar nicht fassen, aber guck dir das mal an hier. Das ist nicht schön. Also das ist vor allem, das müssen wir so mit in die Küche nehmen. Das müssen wir echt so mitnehmen. Ich würde es gar nicht essen. Easy Rider, ne? Was macht die Holländer da drauf? Was hat das mit Easy Rider zu tun? Und was hat Jack Nicholson und Peter Fonda mit dieser Sauce Hollandaise zu tun? Also der ganze Film, der Sauce Hollandaise taucht nicht ein einziges Mal auf. Und soweit ich weiß, auch kein Schnitzel. Das schiebe ich jetzt weg. Jetzt ist die Panade so aufgeweicht. Und der liegt da drunter ein Industrieschnitzel, das ist vorgefertigt, paniert, schon gerädert, in der Fritteuse landet. Das war ein Satz mit X, und zwar mit einem ganz großen X, das war nichts. Ein rechter Scheißdreck war es. Ja? Ein rechter Scheißdreck.
Also vom Essen her, sage ich dir ganz ehrlich, reicht das nicht, um dieses Restaurant erfolgreich zu machen. Ich möchte behaupten, dass das mit ein großer Faktor ist, warum hier keine Leute herkommen, weil sie halt einfach vielleicht keinen Bock auf die. Ja, aber warum ist der Sonntag der einzige Tag, der mit Schnitzel All You Can Eat gut funktioniert? Weil es All You Can Eat ist. Weil du dann genau die Leute anziehst, die irgendwie sagen, oh geil, da hau ich mir den Wams voll. Du lockst das falsche Publikum an. Wenn du die ganze Zeit nur Sachen in die Fritte schmeißen musst, demotiviert das derartig, dass man dann schon gar kein Gefühl mehr hat. Vielleicht ist es ja so. Ja. Wer ist für das verantwortlich, was hier passiert ist? Ich, weil ich es gekocht habe. Aber ich habe nur mit den Zutaten gearbeitet, die auf der Karte stehen und die man mir immer bringt. Ich nehme die Verantwortung an, dass ich das mitbringe, was der Koch von mir verlangt, dass ich ihn mitbringe. Einkauf. Jetzt bin ich auf einmal wieder der Doofe. Und das passt mir eigentlich gar nicht, weil er müsste sich eigentlich den Schuh genauso anziehen. Du machst dir bitte, Frankie, drei krasse, witzige, deiner Meinung nach erfolgreiche Kreationen, Burger-Kreationen für diesen Laden. Du überlegst dir drei Gerichte, ja, die du hier in der Küche umsetzen kannst. Du gehst einkaufen, okay? Und morgen treffen wir uns und du kochst diese drei Gerichte in dieser Küche. Okay, ja? Cool. Schönen Morgen. Wir haben gerade in der Stadt Recherchearbeiten wie verrichtet. Weißt du, was dabei rauskam? Ja. Eine Umfrage? Man kennt dich nicht. Also wenn, da gab es auch Kritik mal, dass Essen nicht so wirklich toll war und alles aus der Tüte kommt und Convenience. Warum hast du dich entschieden für Leg Mate? Weil ein guter Freund von mir aus dem Nachbar Dorf kommt und gesagt hat, schau doch einfach mal hier im Sauerland, da geht's gut ab, da macht alles einen Riesenspaß. Und darauf eingefallen. Also es war nicht wirklich positiv, die Umfrage. Deswegen fragt man nach, wie die Aufgabe war. Habt ihr sie gelöst? Habt ihr was Schönes ausbaldobert? Ja, ich habe mir viele kreative Sachen einfallen lassen. Ein Krokodilfleisch im Burger oder so. Was hat auch Krokodil mit Sauerland zu tun, weißt du? Aber Krokodil hat was mit Amerika zu tun. Ne? In Amerika essen sie keine Krokodile im Großen und Ganzen. Ich war schon ein paar Mal da, das geht in Asien eventuell. Was kommt als nächstes? Elefanten-Sandwich, Zebra-Toast. Ich hätte auch sagen können, Gnu-Fleisch, Zebra-Fleisch oder Straußenfleisch. Der Kroko-Burger war voll am Ziel vorbeigeschossen. Doch die Kochprofis müssen feststellen, dass Frankie seine Colts mit noch mehr kulinarischen Platzpatronen geladen hat. Ja, also Burger, habe ich überlegt, vielleicht einen Burger mit Nachos und Ei. Wie soll das ausschauen? Also ganz normal der Burger, Burgerfleisch, aber dann halt Nachos. Und warum sind die Nachos drauf? Warum genau die Nachos? Ja, weil ich finde halt, Nachos schmecken dazu gut, ist mein persönlicher Geschmack. Mhm. Und dann halt Ei, aber Ei halt nicht so wie ein Spiegelei, sondern von beiden Seiten gebraten. Bananenburger wäre vielleicht auch eine Variante. Für Vegetarier? Ich gehe, zum Beispiel. Die Banane ist ja süß. Und dann Bananenscheiben halt. Im Moment denke ich, bah! Ja gut, aber ich sag, okay. Aber ich denke mal so zur Banane, Röstzwiebeln. Also diese klassischen Röstzwiebeln, ne? Jetzt nicht diese selbstgemachten Zwiebeln, sondern diese... Ja, ist okay. Ich fertigen Röstzwiebeln. Ja, okay. Ne? So, und dann halt dazu Banane. Du hast keinen Bezug zu gutem Geschmack. Ja, weil ich kein Koch bin. Eben, aber keinen Bezug auch zum guten Geschmack. Frankies Geschmacksreise endet, bevor sie angefangen hat. Ob Sebastian seine Aufgabe besser gelöst hat? Das ist eine Süßkartoffel-Möhrensuppe mit Ingwer. Süßkartoffel-Möhrensuppe mit Ingwer, alles klar, ja. Super. Einen gefüllten Taco mit Avocado. Ich habe einen mexikanischen Wrap mit Rindfleisch, also mit Rindergehackten drin, also warm, okay. Wird er serviert. Sebastian will beweisen, dass die schlechte Leistung vom Testessen nicht sein Fehler war. Ist das eigentlich dein eigenes Messer oder ist das? Nein, das sind alles Messer von hier. Also ich hatte am Anfang Messer hier, die sind dann andauernd vorne im Service gelandet. Die mussten Obst schneiden für Cocktails, sonst irgendwas. Die waren einfach schärfer, ne? Das sind diejenigen Pfannen, wo nicht gerade alles so anpappt. Die sind ja auch alle ganz schön runter, Mann. Ich habe ja auch keine kleinen Töpfe, keine Sotoas. Was? Keine? Nix? Nein. Du hast ja hier gar keine Halterung drin, wo man so Bleche reinschieben kann. Die kommt normalerweise da in die Löcher. Ja, Backbleche hast du auch nicht. Das sind ja eigentlich ja, Buffet- oder Service-Tabletten. Du hast aber auch junge Burschen von 18, 19, die auch an so einer Burger-Challenge teilnehmen, weil sie auf dicke Hose machen. Die sagen dann, wenn sie anrufen, ich bestelle einen Tisch für 6 Personen oder für 5 Personen und sag dem Koch schon mal, wir sind die Schnitzeltruppe. Mhm. So, dann kommen die natürlich hier hin und fressen dir die Haare vom Kopf. Wie viel Geld hast du hier reingesteckt? Zwischen 60.000 und 70.000. Dann entspricht das einfach schon mal irgendwie 5 Jahre Miete oder 5,5 Jahre Miete. Warum hast du so viel Geld investiert, obwohl es nicht dein Objekt ist? Das frage ich dich. Wenn du willst, dass die Gäste kommen, musst du es nach deinen eigenen Ideen umsetzen und schön machen. Frankie stellt sich ganz gerne da als Pechvogel. Ne? Die hat immer Pech gehabt und wenn, dann ist seine Schuldzuweisung, alles ist schuld, nur er eigentlich nicht. Ich meine, er wusste genau, was er unterschreibt. Er hat das Objekt gekannt, er hat die Stadt gekannt, er hat das Sauland gekannt. Also man kann jetzt nicht sagen, wer ist es schuld. Er ist de facto schuld und zwar ganz alleine. Weißt du, was da auch gut reinpassen würde?
Da würde gut reinpassen, etwas Limettenabrieb und ein bisschen frischer Koriander zum Beispiel. Ne? Wäre eine Abwandlung. Bei der Süßkartoffelsuppe mit frischem Ingwer und beim Wrap mit Hackfleisch, Kidneybohnen und Stangensellerie geht Sebastian einen einfachen Weg. Das ist schon Babybrei-mäßig. Du hast halt sehr, sehr spartanisch gearbeitet. Da wäre ich noch so ein bisschen mehr ins Kreative gegangen. Ich hätte da zum Beispiel ein bisschen Limettenabrieb hätte reingepasst. Mit einem Stückchen Butter einmontiert, kriegst du noch mal so einen ganz Smoothie-Butter-Geschmack, weißt du, so, wenn du es einmontierst. Also mein Fazit ist lecker, aber für mich nicht zu Ende gekocht. Er hat euch gerufen. Ich gehe davon aus, dass er euch als Werbegag sieht. Sobald Werbung gemacht wird, die Kochprofis kommen, sind automatisch neugierige Leute da. Der wird alles so weitermachen wie vorher. Verarscht er uns? Sollte Frankie tatsächlich nur Werbung im Kopf haben, geht das zulasten anderer Restaurants, die wirklich die Hilfe der Kochprofis benötigen. Ole, Nils und Fo sind sauer. Wir möchten uns hier nicht als Marketing-Gag verheizen lassen. Das geht überhaupt nicht. War nie meine Überlegung. Dafür habe ich euch nicht gerufen. Dafür ist mir meine Zeit auch zu schade. Ich hab euch gerufen, weil ihr Köche seid und ich nicht. Wenn wir jetzt herkommen und dir drei Burger machen, wo du draufschreibst, Kochprofi-Burger, wir euch womöglich dann gecheckt haben, weil es gut war, dann hängt hier ein Kochprofi-Bild und wenn jemand Schnitzel bestellt, kriegt er einen Tekka-Lappen. Das spielen wir nicht mit. Wenn du meinst, du kommst mit deinem Tekka-Zeug hier in Lettmatte weiter, ist das okay für dich? Nur dann müssen wir uns in näherer Zukunft leider trennen. Nee, das ist jetzt totaler Bullshit. Das ist kein Bullshit. Du hast gestern versucht, mir alles in die Schuhe zu schieben. Aber ich habe nur mit den Zutaten gearbeitet, die auf der Karte stehen und die man mir immer bringt. Ich nehme die Verantwortung an, dass ich das mitbringe, was der Koch von mir verlangt, dass ich ihn mitbringe. Einkaufen. Das hat mich verletzt, das hat mich angegriffen. Man kann andere Sachen machen. Ich habe heute amerikanische Küche gekocht, nur aus frischen Produkten. Ich finde es ja gut, wenn er mit frischen Produkten kocht. Die Zeit dafür ist garantiert da, weil 50% der Zeit, die er hier ist, hängt er hinten an seinem Telefon und spielt da rum oder macht irgendwelche Dinge oder raucht. Ist auch alles in Ordnung. Nur die Zeit, denke ich mal, ist ja dann gar nicht mehr da, wenn man mit frischen Artikeln kocht. Sebastian, traust du diesem Frieden, traust du ihm oder nicht? Ich bin nicht davon überzeugt. Das kannst du hinterlegen, weißt du, als emotionale Hypothek. In der Regel hat eine Menge Kunden in 13 Jahren mein Wort immer gereicht. Also ich habe nicht einen einzigen Vertrag unterschrieben. Die Kochprofis setzen auf Frankies Ehrenwort, aber nicht ohne die Zügel anzuziehen. Wir verlassen uns auf dich. Dann lass uns alle mal jetzt hier einmal kurz in die Mitte. Du schwörst. Ich schwöre. Super. Ich glaube noch nicht ganz daran, dass das durchzieht, aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Wir sorgen für einen neuen Raum, wir sorgen für neue Gerätschaften heute, wir sorgen für neue Betriebswirtschaft. My Way, die Sackgasse ist vorbei. Wir wollen jetzt wieder eine mehrspurige Autobahn, okay? Okay. Ja? Okay. All You Can Eat, dieses Wort ist auf der Festplatte jetzt gelöscht, ja? Und XXL gibt es auch noch nicht mehr, nur beim T-Shirt-Kauf. Und deswegen rüste ich aus mit ordentlichem Rüstzeug und du weißt auch, wie es funktioniert, ne? Wenn du nicht an die Regeln hältst, ist dieses Rüstzeug alles wieder weg. Ja, neue Küchengeräte sollen den Start erleichtern. Und kreative amerikanische Gerichte wie Nils Rauchlachs Coleslaw Praline sollen dem My Way den Weg ebnen. Hier und klappst es wieder mit dem Lachs zu und machst dann quasi so eine kleine, gibst der ganzen Sache nochmal so ein bisschen Druck. Und so wird es dann heute Abend angerichtet, ja? Auch Fo nutzt den kulinarischen Spielraum der unbegrenzten American-Möglichkeiten gekonnt aus, wie bei der Maissuppe mit Curry. Das ist jetzt die Sweet Corn Suppe, also Maissuppe. Ja. Das ist aber super karamellisiert, dann waren die Schalotten drin, Knoblauch dabei, dann der Mais drauf, Ananas mit dazu. Jetzt Gemüse vorne noch ablöschen, ja? Ja. Jetzt kommt noch ein bisschen Essig dazu, dann lassen wir es mal ein bisschen kochen. Und am Schluss schmecken wir es gemeinsam ab, das machen wir gemeinsam, ja? Okay. Da gibt es heute noch den Scampi Burger dazu, den machen wir da auch gleich gemeinsam. Als Einlage für die Suppe gibt es einen Bratling aus einer Scampi-Ingwer-Paste mit Sesamöl-Koriander-Chili-Limetten-Mischung. Bisher war die Fritteuse das Hauptwerkzeug in der Küche. Das soll sich ab heute ändern. Mit einem neuen Backofen, einem Salamander und einem Grill. Die Küchengeräte sind an Frankies Schwur gebunden, zukünftig auf frische Küche zu setzen, statt wie bisher auf Fertigprodukte. Damit neue Gäste in Zukunft ihren Weg in das My Way finden, muss aber auch die alte Werbung für Frankies geliebte All-You-Can-Eat- und XXL-Burger-Challenges verschwinden. Ich mach das jetzt einfach mal ganz frech. Und schmeißt das auch einfach in die Ecke. Okay. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, gut. Und das war's, ja? Okay, das war's. Jetzt zeig mir doch mal, ich sehe ja schon wieder was. Ja, okay. Das muss auch gehen. Okay. Und du hast noch mehr davon, ich will wissen, wo die sind. Heute muss Frankie die Lettmatte mit der neuen amerikanischen Küche wieder für sein Restaurant begeistern. Nicht nur Arbeitsplätze, sondern knapp 70.000 Euro stehen auf dem Spiel. Doch das ist dem Eventmanager und Hobbygastronom immer noch nicht klar. Einkaufen müsstest du morgen schon noch.
Mhm, ich bin morgen nicht da. Nur mal so zur Info. Das verstehe ich jetzt nicht so. Ich auch nicht. Das verstehe ich nicht. Heute geht die zu. Heute geht deine, wir gießen deine Zukunft heute. Ja. Wir gießen deine Zukunft und machst morgen frei. Nein, warte mal kurz. Ich mache nicht frei. Ich habe morgen wieder eine Eventgeschichte. Du wusstest, dass wir morgen weg sind und dass ihr morgen ein neues Konzept fahrt. Ja. Ist dein Restaurant deine Zukunft? Wir machen den ganzen Quatsch hier nicht zum Spaß. Ja? Frankie, die Gäste stehen vor der Tür. Du warst den ganzen Tag nicht einmal in der Küche und hast geguckt, wie sieht's denn hier aus? Hast nicht einmal irgendwie Sebastian angehauen und gesagt, sag mal, Alter, kommst du klar? Ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt hier zusammenkocht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, das ist doch ein Witz. Die Leute stehen da und ihr wisst nicht, was geht. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist deine Veranstaltung. Ja, darum versuche ich gerade die Probleme zu regeln. Ja, aber da kommst du ein bisschen spät mit an. Was bringst du da gerade raus, Frankie? Sieht aus wie eine leckere Suppe. Okay, wie heißt sie? Schonksuppe mit Ohren. John. Das ist John, die alte Maissuppe mit einem Scampi-Burger. Es wird immer deutlicher, dass der Weg für Frankies My Way trotz der Hilfe der Kochprofis auch in Zukunft steinig bleibt. Jürgen, von XXL zu... Ja, super. Frankie hat das größte Desinteresse in unserer Gegend gemacht, dass man uns gegenwinden kann. Sowas geht in der Regel nach hinten los. Ole, Nils und Fo haben versucht, alle Steine beiseite zu räumen. Den Rest des Weges muss Frankie alleine gehen. Frankie ist der Chef von My Way. Er ist ja unikativ, aber wohin mit der ganzen Energie? Und wenn das ganze gastronomische Verständnis noch gar nicht so da ist. Ne? Das war schon nur als in Babyschuhen, wo ist er? Ja? Den Laden fanden wir eigentlich ganz schick, in seinem amerikanischen Stil. Wir fanden nur, dass die Tiefkultur etwas zu viel bemüht wurde. Also am Anfang war hier wirklich, das war so eine Froster Antarktis eigentlich. Ne? Du hast wieder so richtig Feuer gefangen, das hat man gemerkt. Du hast heute richtig gerockt. Ne? Und dementsprechend checken wir dich für die Leistung in der Küche. Wirklich von Herzen und wünschen dir ganz viel Erfolg und trete dem Frankie in den Hintern, wenn das irgendwie anders wird. Ne? Danke sehr. Okay?